So, da hört ihr mich schon mal. Ein klein wenig eingeschnupft, aber es ist nicht so schlimm. Und dann Gameplay und damit ihr was sehen könnt. Hier, so. So, erstmal kurz noch einen Schluck Ah. So. Bisschen die Kehle angefeuchtet. Ah. Ich werde es wahrscheinlich gerade auch ein bisschen noch raushören. Meine Nase ist ein wenig dicht. Das ist ein bisschen schade. Aber ich meine, passiert, wenn draußen momentan gerade hier wieder alles durch die Gegend fliegt an Frühlings- bzw. Sommerpollen und Samen und alles. Also, ja. Dann hoffe ich mal, dass die Nase in ein paar Tagen wieder ein bisschen freier ist. Aber erstmal Hallihallo, Hallöchen und willkommen zu einem neuen Streamchen von Min, ja, von und mit mir Ben. Ja, heute mal mit Klaus. So, jetzt fragt euch natürlich sowieso, wer? Ja, Klaus, ja, wer denn sonst? Übrigens nicht zu wechseln mit dem Netflix-Film Klaus, sondern das ist nämlich ein Spiel, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Nur mal, um so kurze Infos dazu zu geben. Ja, ich habe jetzt eine kleine Zeit, ja, eine Auszeit genommen, beziehungsweise eine Pause gemacht vom Streaming. Meinen Content habe ich immer noch regelmäßig jetzt auf YouTube hochgeladen. Also, wer jetzt in den 1,5 Wochen mich vermisst hat, der konnte mich halt auf YouTube nochmal nachschauen. Die ganzen Sachen ist jetzt auch nicht so schlimm. So, ja, jetzt bin ich wieder da und habe ein bisschen nochmal die Platte freigeräumt. Und ja, Klaus habe ich jetzt mal ausgewählt gehabt, weil ich möchte ein paar Sachen nochmal hier aussortieren. Und ja, ich habe es seit Jahren gefühlt nie gespielt. Und ja, schauen wir einfach mal, was ist denn so Klaus? Ich weiß, zum Antesten, es war Plattformer, der ein bisschen an Super Meat Boy erinnert. Und ja, kurze Story: Wir wachen irgendwo auf im Keller und wir haben auf unserem Arm die Wörter Klaus geschrieben. Keine Ahnung, was es heißt. Es ist unser Name, es ist eine Abkürzung, es ist die Stadt, wo wir sind. Ein geheimer Code, wer weiß, wer weiß. Ja. Achso, ist jetzt schon ausgewählt. Gut. Ja, und ja, ich habe es, glaube ich, ausgewählt und auch bewegt. Also was ich vom Antesten noch so im Kopf habe, also Klaus spielt sich halt eher so ein bisschen wie Super Meat Boy. Mit natürlich ein paar anderen Elementen, die man dann noch schön übernommen hat drin. Weil zum Beispiel haben wir als Spieler nämlich die Kontrolle über manche Sachen. Und ja, unser Hauptcharakter Klaus kann sich natürlich nicht erklären, warum, wieso, wo, weshalb. Wir sind quasi das, was für Videospiele oder Filme ein Erzähler ist. Wir sind zwar irgendwie da, aber auch nicht. Und momentan habe ich gerade einen leichten Linksdraht hier. Was soll das denn gerade? Hm? Gar nicht so wirklich gut. Okay, warte mal, das war doch RT und dann. Sollte ich eigentlich alles bewegen können? Müssen wir da
anderen versuchen. Weil eigentlich soll ich das ja bewegen können, aber es tut sich gerade nicht so wirklich was. Das finde ich doch jetzt gar nicht so gut. Aber wieder wie ich sollte, das ist sehr gut. Ich muss mich auch ein bisschen wieder reinfuchsen, ja, wieder ein bisschen mehr zu quetschen. Ich meine, mit einer etwas dichten Nase ist es jetzt nicht so toll. Allerdings war ich jetzt auch 1,5 Wochen ein bisschen hier raus aus dem Trott. Warte mal. Ah, okay, dann kann ich damit wechseln. Wieder einfuchsen. Momentan habe ich gerade eine Person im Chat drin. Hallöchen an die eine Person, beziehungsweise die gerade in meinen Stream-Seite guckt. Und ja, dann muss ich wieder ein bisschen gucken, dass ich das hier ein bisschen wieder am Laufen halte mit der Kommunikation. Aber momentan leider gerade keine Person irgendwie neben mir oder gerade auf Discord aktiv, die mitquatschen könnte. Wahrscheinlich auch erst wieder jetzt am Wochenende die Möglichkeit geben, dass dann jemand dabei ist. So, das tag ich mal ganz kurz mal, damit die mal hochgeht. Was haben wir denn da? Okay, ich kann nur nach links gehen anscheinend. Interessant, interessant. Die Plattform hoch, gut. Nein! Lauf doch nicht einfach an der Lix, du Idiot. Ach, warte mal. Ah. Egal welche Richtung ich drücke, er läuft automatisch nach links. Ah, okay, gut. Muss ich aber mal schauen, weil aus irgendwo hat er meinen Controller so einen leichten Linksdrall. Könnte natürlich auch sein, dass ich das Ding schon seit Jahren gut benutze. Ja, verdammt. So, wechseln wir mal kurz darüber. Gehen wir da drauf? Nein. Ich merke schon, das ist ein bisschen scheiße, wenn der Controller so ein Linksdrall hat. Warte, wenn wir noch links gehen können, muss ich warten, bis das rüberkommt. Dann hoch.
So, und was ist das jetzt für ein Ding? Ein rotes Türelement. Was uns anscheinend einen schlechten Drogentrip verpasst? Was? Auf jeden Fall, das ist schon mal sehr seltsam. Und man merkt ja, ich habe den Controller an der Seite gelegt und das Ding hat immer wieder den schönen Linksdraht hier drin. Ich weiß nicht, eventuell müsste ich ihn mal sauber machen oder mal aufmachen und schauen, warum der so einen Linksdrall hat. Oder natürlich, ich kaufe mir einfach mal einen neuen Controller. Ich muss ja immer noch einen Xbox 360 Controller. Und vielleicht soll ich doch irgendwann mal auf einen Xbox One Controller oder Xbox Series X Controller umsteigen, das ja im Grunde eigentlich genau dasselbe ist, was ein Xbox One Controller ist. Könnte eventuell das Problem auch lösen. Ja, die Dinger kosten momentan auch noch irgendwie so 40, 50 Euro, also, ja. Die weite ich doch noch mal ein bisschen mit ab. So, jetzt dürfen wir ein bisschen puzzeln und den Schlüssel hier entschließen. Beziehungsweise schieben dahin, wo er hin soll. Das war gerade ein Stock-Audio-Soundeffekt. Liebes Spiel. Und auch im Hintergrund nur was ähnliches wie ein Erdbeben oder sowas. Vor allem, ich hasse es, wenn der Ding diesen Linksdrall hat. Aber wenn ich nach rechts bewege, macht er nichts, aber wenn ich nach links mache, läuft er einfach nochmal weiter. Egal ob ich es langsam antippe, beziehungsweise leicht antippe oder halt richtig schön schnell in eine Richtung mache, er marschiert automatisch nach links weiter. Schnell wieder nach links. Ja, ich weiß, Klaus, das Ding ist alles sehr rot hier in diesem Keller. Jetzt haben wir auch mal endlich mal sowas wie richtige schöne Hintergrundmusik. Warte mal, das kommt mir noch bekannt vor. So. Aber ey, der Sound kommt mir gerade sehr bekannt vor. Aber ich kann, kommt eigentlich wieder irgendwie drauf, was genau das ist. Ich muss gerade überlegen, wo kann ich jetzt irgendwie gerade quatschen? Ich meine, klar, könnte natürlich jetzt lamentieren über die PS5, aber ich glaube, darüber quatscht momentan gerade die gesamte Welt. Aber zumindest die Hälfte davon. Weil die andere Hälfte ist ja gerade am Brennen. Und hat ein paar andere Problemchen außer halt neuen Konsolen-Release.
Aber um mal mit dem Trend mitzugehen, ich muss sagen, also die PS5, ja, gefällt sie mir. Naja, ist mal was anderes. Ich meine, die Konsole ist endlich mal weiß, nicht Klavierlack schwarz. Das ist schon mal ein Fortschritt für PlayStation. Was natürlich ein bisschen so, ja, die Ästhetik bei vielen im Medienschrank oder unterm, ja, Fernseher irgendwie da ein bisschen zunichte macht. Okay, es spiegelt sich zwar so trotzdem unterschiedlich auf den Seiten. So, da mal da drauf. Ah, ich sollte die vielleicht beide synchron halten, das glaube ich am besten. Und ja, schon direkt verkackt. Yep, ich sollte die am besten synchron halten, das wäre, glaube ich, am besten. Was natürlich nur bedingt geht. Der ist jetzt ein bisschen doof. Eigentlich schon mal anbirne. Ja, nö, auf jeden Fall mein Senf so zur PS5. Also von der Farbgebung her, ja, endlich mal weiß, das ist schön und nett, aber macht halt bei vielen wahrscheinlich die Medien Schrankästhetik ein bisschen kaputt. Ja, aber das Design kann man sich streiten. Das Ding sieht einfach aus wie ein, ja, Design. Ja, Luftkühler, beziehungsweise halt, ja, einfach wie ein, ja, etwas farbloses RGB-PC-Gaming-Tower-Gehäuse. So, eine weite Tür. Weiter schlechter Drogentrip. Ich meine, ihr kennt mich, oder wenn ich mich nicht kenne, kann ich das mal kurz mal nochmal sagen. Also, bei mir ist es ja so, ich hole mir Konsolen nicht zum Release. Da sind mir die Preise erstmal noch viel zu teuer, plus die Spiele, woran ich Interesse hätte, sind noch nicht erschienen. Und ich muss sagen, beim aktuellen PS5-Line-Up ist typisches, wir haben eine neue Videospielkonsole erschaffen, guckt euch die Grafik an, dass wir im Grunde Hardware reingehauen haben, die ihr für einen Bruchteil des Preises eigentlich für einen PC bekommen könntet. Ja, ignoriert das mal einfach. Soll das nicht heißen, dass ich jetzt generell kein Fan von Konsolen bin, sondern eher halt hier PC Master Race Typie oder sowas. Aber ich muss sagen, mittlerweile, also wenn Konsole hat, halt von der Hardware immer PC-ähnlicher von der Power. Und wenn ich gute Spiele spielen möchte, dann kaufe ich mir einen PC und dann kann ich das Ding auch auf ewig gefühlt hier aktualisieren und upgraden. Bei Konsolen geht es ja nicht, da muss man sich ineinander weiter neu holen. Ich will jetzt mal hier runter. Jupp. Und ich finde es auch einfach nur schade, dass mittlerweile einfach nur noch darauf eingegangen wird, hier, ja, oh, guck mal die Grafik und, warte mal, das, ah, ne, das sieht da runter. Andere Seite. Warum sie hier wieder hoch? Der muss ich gleich mal schnell rennen. Sonst wäre ich jetzt Hackstücke, das ist nicht so toll.
Nein, also ich finde das aktuelle Line-Up, was zum Beispiel jetzt bei der PS5 gezeigt worden ist, ja, ganz nett. Was Altes, was remaked worden ist, was Neues ein bisschen. Aber die Leute gehen dann einfach nur darauf, ja, Hauptsache Grafik, wir brauchen 4K, wir brauchen 8K, wir brauchen 16K. Wir brauchen hier eine Grafik, die du von einem echten, ja, menschlichen Realität nicht mehr unterscheiden kannst. Schön und gut, aber es gibt auch noch andere Sachen, die Videospiele gut machen, außer die Grafik. Zum Beispiel eine gute Story. So, keine Sorge, wir sind jetzt kein Last of Us 2 rennt oder so, aber ja. Warte mal, da muss ich erstmal das hier gerade machen. So, nein, gerade. Aber das merkt man ja dann mittlerweile. Videospiele gehen mittlerweile einen Scheiß auf Story. Hauptsache, ja, wir haben eine geile Grafik. Und ja, wir müssen so unglaublich inklusiv sein, dass es im Grunde niemand mehr spielen möchte, weil das nur noch für einen Bruchteil der Gesellschaft irgendwie relevant ist. Soll jetzt auch wirklich kein Rant sein gegen irgendwelche LGBTQ-Sachen oder sowas. Aber, nein, da andersrum. Hä? So, muss hier da hoch. Aber momentan geht man leider wirklich so die Schiene drauf. Wir müssen halt irgendwie alles tun, um möglichst allen zu gefallen. Und dass man da auf Logik irgendwie scheißt und auch hier mal schaut, ja, macht das überhaupt Sinn? Und wollen das die Leute auch überhaupt haben? Oder wollt ihr das spielen? Ja. Es wird dann meistens so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Wie gesagt, soll jetzt auch kein Rant werden oder irgendwie negativ klingen, aber ich finde, wenn du halt, ja, wirklich Jahre in ein Videospiel steckst, hat man auch wirklich Zeit genug, mal zu gucken, ja, macht überhaupt unsere Story-Entscheidung Sinn? Und müssen wir unbedingt Charaktere auf Druck irgendwie hier, sag ich mal, lesbisch, schwarz oder halt, sag ich mal, weiß, asiatisch machen? Das ist im Grunde doch scheißegal. Klar, natürlich, viele Leute sagen jetzt so, ja, aber weiße Charaktere sind halt in der Videospielindustrie halt mehr irgendwie vertreten. Ja, das stimmt. Und ich bin ja auch nicht dagegen, dass es nicht halt irgendwie schwule, lesbische, schwarze, asiatische Hauptcharaktere geben sollte in Videospielen. Aber wenn es die geben sollte, dann sollten sie auch eine gute Storyline haben. Das sage ich aber auch genau das Gleiche, wenn du, sag ich mal, einen weißen Hauptcharakter hast. So. Es muss halt Sinn machen, logisch sein und auch für die Story des Spiels oder eine Serie oder sonst irgendwie was auch Sinn ergeben, dass man auch sagt, ja, okay, das gucke ich mir auch gerne weiter an, weil ich kann mich damit da auch rein identifizieren, nicht wegen irgendwelcher ethnotypischen Merkmale, sondern weil ich denke, ja, das ist realistisch und so wird es auch laufen im echten Leben. Ich meine, ich kenne auch so genüge Leute, die halt eher auch dem LGBTQ, ja, Spektrum angehören, die es auch total scheiße finden, wie momentan in der aktuellen Medienwelt Leute halt dargestellt werden, die halt lesbisch, schwul sind oder halt, sag ich mal, andere, ja, sexuelle Orientierungen haben, die sie nicht ständig alle 10 Sekunden rausklären müssen, weil sie Angst haben, sie wären nicht, ja, einzigartig genug auf dieser Welt. Ich habe auch erst schon mal erwähnt gehabt, zum Beispiel charaktermäßig. Ja, was macht einen homosexuellen Charakter aus? Für viele Leute, die halt jetzt, sag ich mal, in der Videospielindustrie arbeiten oder halt hier Serien, Filme produzieren, ja, ein homosexueller Charakter muss mindestens alle 5 Minuten sagen oder zeigen, dass er homosexuell ist. So, ist das relevant? Nein.
Ich meine, du siehst ja auch nicht nochmal, was mal zu vergleichen, du siehst ja jetzt auch nicht irgendwie heterosexuelle Leute draußen rumlaufen, die alle 5 Minuten ihren Penis oder ihre Vagina oder ihre Titten raushören müssen und sagen, seht mich an, ich mag das andere Geschlecht. So, jetzt brauchst du bei zum Beispiel eine Repräsentation von Homosexuellen in Medien, sei es Videospiele oder Filmen oder Serien, brauchst du es nicht. Aber das kannst du auch im Grunde auch genauso auf Leute anderer ethnischen Herkünfte irgendwie drauf tackern. Aber wir leben ja mittlerweile leider in einer Zeit, wo du keine andere Meinung haben darfst, beziehungsweise wo du nicht, ja, kann ich es am besten, am nettesten formulieren, und das wieder ein bisschen, ja, böse klingt, sage ich mal. Solange deine Meinung der Mehrheit, beziehungsweise die Mehrheit widerspiegelt, die am lautesten brüllt, ist alles gut. Hast du aber auch nur eine Meinung, die, sag ich mal, ins andere Spektrum geht oder halt irgendwie vernünftiger mittig gerichtet ist, bist du automatisch in einer Schublade mit den Leuten ganz links oder ganz rechts. Und so läuft das leider nicht im echten Leben. Wir haben nicht nur Schwarz-Weiß-Denken, ohne jetzt auf irgendwelche hier Körperfarben hinzudeuten zu wollen. Nein, wir haben kein Schwarz-Weiß-Denken. Wir haben so viele unterschiedliche Schichten von grauen Meinungen in der Welt. So, da die aber natürlich nicht hier genau das sind, was die Leute haben wollen, die am lautesten schreien. Ja. Stehst du vor dem Problem? Entweder ist deine Meinung nicht links genug oder nicht rechts genug. Wenn du einfach vernünftig in der Mitte sitzt, ja, bist du totgeburt von beiden Seiten. Schlüssel zu aufsammeln. So, ich hoffe mal, dass das jetzt auch hier alles so passt, wie es sollte. Ja, 3 Schlüssel und noch ein Türelement. Wahrscheinlich wieder ein schlechter Drogentrip. Sehr strange Bilder auf jeden Fall im Kopf. Nee, was ich auch als sagen wollte, also zum aktuellen PS5 Line-up. Altes, neues, sieht natürlich alles schön aus, aber Grafik alleine, die kannst du mittlerweile nicht sagen, ja, es muss Hauptsache realitätsnah aussehen und 8K, was sag ich, 16K wahrscheinlich sogar noch am besten haben. Und du scheißt im Grunde auf eine logische Story oder auf eine Story, die halt Sinn macht. Oder die halt dich als Spieler fesseln und wo du es auch mitmachen möchtest. Beziehungsweise dich halt dazu anspornt, doch das Spiel weiterzuspielen. Ich meine, ums Design der PS5 kann man sich natürlich auch streiten. Das Ding sieht ja eigentlich aus wie ein, ja, weißer, ja. Ventilator, beziehungsweise, ja, naja, nehmen wir den auch nochmal. Klimagerät, genau. Das sieht genau aus wie ein weißes Klimagerät. Finde ich jetzt erstmal nicht so schlimm. Ich meine, weiß, habe ich ja schon am Anfang gesagt gehabt. Ist halt ein bisschen eine ungewohnte Farbe für eine PlayStation, weil die gehen ja sonst immer mit Klavierlack, genauso wie grundsätzlich eigentlich alle anderen Konsolen auch, außer halt Nintendo. Okay, Wii U hat auch den schwarzen Look halt versucht, aber es gab ja auch noch die weiße Variante davon. Oh, die Dame, die wir retten wollten, ist im Grunde einfach nur eine Tonband. Beziehungsweise ein Tonband. Das ist sehr, sehr gemein. Ja, also farblich gesehen, ja, okay. Passt dann nicht in die meisten Medienregale und also anderen Konsolen halt dann mit da rein. Aber ja. Es sieht halt aus wie ein. Ja. RGB Tower für irgendwie einen Gaming-PC. So, genauso kannst du es ja auch sagen wegen der Xbox One X. Das Ding ist im Grunde auch einfach nur ein, ja, großer Quader.
Ich meine, ich weiß nicht, was sich da Microsoft oder Sony jetzt dieses Jahr gedacht haben. Ja, wir gehen jetzt einfach mal von den Konsolendesigns weg und versuchen einfach gleich uns einen Mini-PC irgendwie dann zu basteln und hinzustellen bei den Leuten ins Wohnzimmer. Weil das ist es ja im Grunde auch. Und wenn du dir die Hardware mal anguckst, also wenn du dir einen Mittelklasse-PC bastelst oder halt hier so eine Konsole holst, hast du im Grunde dieselbe Power dahinter. So, noch ein Türfragment. Das war ein schlechter Trip. Wie ein Buch lesen. Okay, Buch lesen, böse. Kapiert. Ich bin ja einfach nur mal gespannt, wie teuer jetzt die ganzen neuartigen Konsolen werden sollen. Ich meine, kommen werden sie wahrscheinlich jetzt eh Ende des Jahres. Das ist ja eigentlich im Grunde klar. Die wollen ja jetzt hier zu Weihnachten wieder halt ordentlich Geld scheffeln. Jetzt haben wir schon mal ein Checkpoint gehabt. Nee, nur da leider. Da soll ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Verdammt. Aber würde es auch gar nicht wundern, wenn dann aktuell die PS5-Spiele wieder raus, die dann rauskommen, die Xbox X-Spiele, die dann kommen, die werden auch wieder so die Kategorie 70, 80 Euro haben als erstes, danach wahrscheinlich einen Drop machen auf irgendwie 60, also 50, 60 Euro. Ah, dieser scheiß Linksdrall. Aber ich warte bei sowas ja eh noch immer ab. Switch habe ich mir jetzt auch erst eine ganze Weile geholt, nachdem sie draußen war. Weil es halt noch keine Spiele gab, die mich interessiert hatten, beziehungsweise nicht genug Spiele. Weil ich brauche schon mehr Grund, mir eine Konsole zu holen für irgendwie 300, 400, 500 Euro. Die dann hier nur zwei Spiele hat, potenziell, die ich gar nicht spielen möchte. Mittlerweile bei der Switch gibt es ja schon mehr Spiele, wo ich aber Interesse dran habe. Warte mal. Geht der eigentlich automatisch hoch? Ah, okay, ich muss einfach nur drücken. Ja, ich versuche mich auch schon zu bewegen. Und jetzt habe ich einen Checkpoint. Ich meine, ich bin ja auch ehrlich, das Einzige, was mir auch die PS5 und Xbox One X eher schmackhaft macht, ist die Abwärtskompatibilität, die die haben sollen. Das heißt, es ist hier momentan auch das Gerücht am Laufen, ja, bei Xbox Series X, alle Spiele von der Original-Xbox bis zur aktuellen Generation sollen laufen. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und wenn PS4 dann das Gleiche ja auch dann macht, was wahrscheinlich dann auch sehr logisch ist, weil warum sollten die ein Feature weglassen, der Konkurrent dann anbietet, macht schon wieder interessanter für mich, weil dann bräuchte ich mir keine Sorgen machen um meine alten Konsolen, die irgendwo hier verstauben. Ich habe ja noch genug Spiele für die Xbox 360, ich habe ja noch ein paar Spiele für die Original-Xbox, obwohl ich übrigens, Spoiler, niemals eine Original-Xbox besessen hatte. Aber dann einfach mal gedacht habe, mal so, ja, okay, irgendwann mal vielleicht. Genauso ist es halt mit der PlayStation. Ich meine, Maria hat jetzt die meisten Spiele für die PlayStation, sei es jetzt 1, 2 und 3. Ich habe halt die meisten Spiele halt für die Xbox 360. Und wenn man das halt auch dann spielen kann, fuck, wäre das ein großer Vorteil. Was natürlich jetzt PlayStation auch wieder jetzt eingeführt hat, beziehungsweise ja
gestern auch nochmal enthüllt hat. Es gibt zwei Versionen bzw. Varianten von der PS5. Also erstmal eine halt mit einem optischen Laufwerk und eine ohne. Das heißt, du musst dich entscheiden, entweder kaufst du eine, die verdammter Link, oh, ich hasse diesen Linksteil, wo du halt physikalische Discs abspielen kannst. Das heißt, mit Abwärtskompatibilität natürlich, was für mich eher sinnvoll wäre. Oder halt ein komplett digitales Modell. So, da muss natürlich dann erstmal genug Speicher sein, wenn man sich aktuell die Spiele anguckt. Und ich will nicht wissen, wie groß aktuell PS5-Spieler dann sein werden. Da können wir auch schon mal wahrscheinlich mit Disk Medium auch so mit so 25, 30 GB irgendwie rechnen. Ah, wie wird dann ja quasi noch per digitaler Download irgendwie dann nachgepatcht? Also, das wird wahrscheinlich dann auch so laufen: Du hast wohl eine 1 oder 2 TB Platte drin verbaut. Betriebssystem kommt erstmal drauf, dann nochmal irgendwie Spiele und alles. Also, wenn du da vielleicht irgendwie 10, 15 Spiele drauf installieren und spielen kannst, das wäre so das absolute Maximum auf den Teil. Ist natürlich jetzt erstmal nur hier Theorie. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Speicher da sein wird, wie die das irgendwie handhaben werden. Keine Ahnung. Aber halt komplett digital, nee. Man weiß natürlich jetzt auch nicht, wie werden sie das jetzt genau machen. Machen sie dann jetzt quasi das wie gewohnt, dass du die Sachen digital kaufen kannst, aber dann irgendwie always online sein muss oder sowas. Oder dass du so die Spiele halt nicht mehr kaufen brauchst, beziehungsweise nicht mehr installierst, sondern einfach alle Streams, sag ich mal so Stadia-mäßig, was ja auch total gut gelaufen ist. Und ich möchte eigentlich da wechseln. Warum kann ich nicht wechseln? Hallo? Ah, jetzt kann ich. Nachdem ich einmal erstmal gestorben bin. Ja, danke, Spiel. Verdammt. Ihr wechselt doch. Oh. Er will nicht wechseln. Ist das nicht schön? Und jetzt, ach ja. Checkpoint, das ist schon mal gut. So, einmal hoch bitte machen, hacken. Und ich hoffe mal, dass gleich hier oben ein Schluss ist mit dem Level. Noch nicht vorbei, schade. Nee, aber ich werde erst aber noch mal abwarten. Ein Xbox One X oder halt hier PS5 zu Release wird eh nicht unterm Baum liegen. Vielleicht irgendwann immer in 2 Jahren oder so, keine Ahnung. Aber es kommt natürlich auch das Line-Up der Spiele an. Wenn es natürlich abwärtskompatibel ist, wie ich ja gerade erzählt hatte und wie es sich hoffentlich auch bewahrheiten sollte, macht es doch schon ein bisschen schmackhafter. Aber ja, die kompletten digitalen Versionen, nee. Auch wenn die irgendwie, keine Ahnung, 100, 200 € billiger sein sollten als die normalen Konsolen, was nützt mir das, wenn ich ja nur digitale Sachen habe, beziehungsweise kaufen kann und spielen kann, wenn ich noch so viel von alten Spielen habe mit einer Konsole, die gleichwertig ist, im Grunde die anderen Sachen auch noch spielen könnte. Ah, warten wir erstmal. Wir hatten jetzt erstmal das offizielle ja, Anteaser-Element gehabt, beziehungsweise Stream von Sony.
Ich meine, Microsoft wird die eh nochmal zeitig dann nachlegen und irgendwie versuchen, was Digitales noch rauszuhauen. Sei es in den nächsten Tagen irgendwie nochmal eine Steam-Ankündigung oder halt nochmal später. Ich meine, eigentlich wäre ja jetzt auch in dem Zeitraum die E3, glaube ich, jetzt gewesen, ne? Das haben sie jetzt auch im Versuch, digital noch ein bisschen irgendwie hier outzusourcen. So. Gut. Na los, komm schon. Und durch. Okay. Die brauchen wir nicht grundsätzlich laufen, weil alles irgendwie mal Laufbahn funktioniert. Ich muss ja sagen, ich bin auch persönlich eher jetzt auf die Sachen gespannt, die Nintendo noch ankündigen wollte, hoffentlich. Es hängt ja immer noch so im Raum rum, dass jetzt diesen Sommer einige Remakes und auch Neuigkeiten für die Switch angekündigt werden. Mich auch sehr freue, wenn es halt ich dazu kommen sollte, dass ein Super Mario Galaxy 1 und 2 Remake bzw. Port auf die bzw. für die Switch gibt. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Und dann vielleicht noch ein paar andere Sachen, die halt aus der Wii und auf Wii U Ära wären. Das wäre nämlich sehr, sehr toll. Sagen, diese Wurzel werden immer bizarrer irgendwie. Als hätte man einen schlechten Drogentrip, aber ich glaube, genau das sollen die irgendwie vermitteln. Da muss ich ein bisschen aufpassen mit der Zeit, mit dem Timing. Ich habe mit den neuen Konsolengenerationen jetzt auch mal Zeit, lasst uns noch ein bisschen beobachten. Die meisten Spiele, die ja eh für mich interessant sind, die sind ja eh auf dem PC primär vorhanden oder haben halt auch später noch PC-Ports bekommen. Oh, warte mal, komm ich da nicht hin? Nee, verdammt. Na, wechsel doch, ja, gut. So, gut. Man könnte meinen, du bist ein Videospiel, Klaus, weil alles macht nicht so wirklich Sinn, aber nur eine Perspektive, wenn du ein Videospiel wärst. Ist das der eine Stock-Sound, der uns hier verfolgt? Könnte ja auch sein, dass er versucht, uns hier nicht rauslassen zu wollen. Hier ist meine Theorie. Das sah aus wie ein komisches Monster.
Könnte eventuell ein Werwolf sein. Blöd ist ja, hier habe ich auch nicht so die Zeit, irgendwie mal ruhig wo stehen zu bleiben. Also natürlich auf einer der drehenden Plattformen, bevor sie sich drehen. Möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte nämlich. Warte mal, das kann ich so ausrichten. Das dann so. Und hier, wo ich gerade draufstehe. Okay. Die Dinger sind anscheinend doch ein bisschen zu schnell in die Drehrichtung. Achso, warte mal. Stopp. Da oben könnte ich dann auch hin. Nein, das wollte ich jetzt nicht auswählen. Das. Nein. Nein. Genau, das da. So, dann hier nochmal. Ein Stückchen näher. Und darüber damit. Sieht so ein bisschen aus wie die Jekyll und Hyde Variante von uns, beziehungsweise die Hyde Variante. Er sieht immer so eine Locke. Ich hasse diesen verfickten Linkstrahlanteil. Ich glaube, ich werde früher oder später auch nicht dran herumkommen, das Ding vielleicht auch mal aufzumachen, mal zu gucken, was da jetzt irgendwie nicht so funktioniert, wie es sollte, beziehungsweise einfach mal sauber machen. Verdammt. Timing und präzise Steuerung ist momentan sehr, sehr wichtig. Was natürlich auch sehr gut funktioniert, wenn man einen Controller hat, der einen ständigen Linkstrahl hat. Checkpoint, gut. Nö, aber wie gesagt, also ich werde mich da jetzt noch zurückhalten. Erstmal beobachten, was mich da überhaupt interessiert an den Konsolen. Und ja, wenn es eine von den beiden werden sollte oder beide werden sollten, erst irgendwie 2 Jahre später und auch nur mit der Prämisse, wenn man wirklich halt auch eine Rückwärtskompatibilität hat davon. Ansonsten, ja, so braucht man sich eine Konsole holen, die nur komplett digital ist. Gut. Macht zwar einerseits natürlich Sinn, ist ja klar, aber
Wir leben hier in Deutschland und da ist gutes, schnelles Internet leider immer noch sehr, sehr große Mangelware. Ich meine, selbst ich mit meiner 100.000er Leitung, die ja keine richtige 100.000er Leitung ist, weil ich heute ein Maximum hat vom aktuell momentan, glaube ich, irgendwie 70.000 noch was. Ja, also da läuft das so, glaube ich, nicht so gut mit nur digital Sachen. Ich meine, runterladen und dann spielen, das ist kein Problem. Streams momentan ist auch jetzt nicht so schwer, aber sowas zum Beispiel so Stadia-mäßig komplett zu streamen, die Spiele. Wenn sie jetzt mit dem Modell irgendwie gehen sollten, das könnte ich zum Beispiel vergessen. Und im Grunde eigentlich auch jeder, der nicht irgendwie hier mindestens 50.000er bzw. 500.000er oder irgendwie, keine Ahnung, gleich Gigabit-Leitung hat per Glasfaser. Kurz Schlückchen genehmigen für den Hals. Wir wissen ja, beziehungsweise sehen ja auch die meisten Spiele, die erst ja, konsolenexklusiv rauskommen. Spätestens ein Jahr später oder 2 Jahre später hast du den ja auch dann auf dem PC-Port. Obwohl mich aber auch mal interessieren würde, wie es jetzt dann aussieht mit ja, Sachen ausleihen. Ich meine, wenn du halt verschiedene ja, Accounts auf einer Konsole hast, ist jetzt kein Problem. Das ist ja immer wieder die Frage, ja, wie sieht das aus mit Gebrauchtspielen und alles, weil es kam ja jetzt, glaube ich, auch mal zur Sprache, ja, wie sieht das jetzt genau aus? Bei der nächsten Konsolengeneration kann man überhaupt noch Spiele dann ja, gebraucht verkaufen oder nicht? Sind die an alle Account gebunden oder nicht? Ich weiß, ich muss darüber. Wahrscheinlich stehe ich mich gerade einfach ein bisschen doof an. Wechseln wir mal hier drauf. Ach, verdammt! Aha. Ich stelle mich gerade wirklich sehr, sehr gut an. Das steuerst du ständig gegen den Linksdreieck von dem Controller selbst an, das ist richtig toll. Zum Beispiel Spyro gab es ja auch erst 2 Jahre später dann für andere Konsolen bzw. PC. Die ganzen Quantic Dream Spiele. Sei es jetzt Heavy Rain, Beyond Two Souls, etc. Wie soll man jetzt auch für einen PC? Natürlich erst eine ganze Weile, nachdem sie sagen konnten: Ja, wir sind ja konsolenexklusiv, also wenn ihr die Spiele spielen wollt, kauft gefälligst die und die Konsole. Was mittlerweile ja überhaupt ein Konzept ist, was keinen Sinn mehr ergibt, weil die meisten Spiele, die rauskommen, gibt es halt für mehrere Plattformen und auch PC. Und ja, das hat man ja auch gesehen gehabt bei der ja, PS4 und der Xbox One. Also die Dinger waren ja auch mittlerweile mehr ja, Medienstationen für halt alles, was im digitalen Raum irgendwie vorhanden ist. Sprich halt bei Leuten, die ich kenne, war auch die PS4 eher für Netflix gedacht und andere Sachen zum Stream, anstatt für PS4 Spiele. Ich meine natürlich auch typische Spiele, aber halt, die liefert das meiste als Netflix-Kiste. Und ja, also, wenn ich jetzt zum Beispiel auch sehe, es gibt jetzt auch schon wieder eine eigene Fernbedienung hier für die PS5. Also, schätze ich mal, werden sie auch eher die Richtung gehen, ja, wir wollen nicht nur, dass ihr auf unserer Konsole zockt, sondern dass ihr im Grunde alles digital auf unserer Konsole irgendwie erledigt.
Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie das jetzt Sony und halt Microsoft dann noch weiter lösen, die ihren Konsolen. So, nächstes Türfragment. So, Tür ist jetzt ganz. Was passiert jetzt? Auch so ein weiter schlechter Drogentrip mit verdrängten Erinnerungen oder sowas. Aber wir haben jetzt eine Tür gebastelt. Unbekannter Platz. Ah! Ja, kriegen wir also jetzt Informationen raus, was wir jetzt so gesammelt haben. Also wir sind Linkshänder und wir. Oh, er hatte einen Bruder. Ah, okay. Also schätze ich mal. Bei Geburt gestorben oder wahrscheinlich später gestorben irgendwann. Oh ja, ich war einfach. Ich war ein einfaches, aber glückliches Kind. Und er hat gerne Bücher gelesen und wollte wissen, wie die Welt funktioniert. Und im College war er einer von vielen. Interessant. Oh, und er hat jemanden gefunden, den er, wo er gedacht hat, er liebt sie, aber ist das dann auch noch so gut geendet, beziehungsweise wie ist er dann gelaufen? Das möchte ich gerne wissen. Ich jetzt mal, dass wir das später rausfinden irgendwie. Was, auf jeden Fall ist das Spiel sehr seltsam. Das kann ich jetzt schon mal bestätigen. Fällt mir aber gerade ein, wo ich jetzt die ganze Zeit über Konsolen schwadroniert habe und auch jetzt mich eher auf die Sachen von der, ja, für Switch freue. Wenn es hoffentlich diesen Sommer ein paar gute Ports geben sollte. Was natürlich auch nur vielleicht ein Gerücht sein könnte, wer weiß. Ich sollte auch mal die Wii U bzw. die Switch mal hier versuchen, mal am PC anzuschließen. Ich war mit dem GameCube, hat es ja geklappt, aber das ist eine Adapterhölle, das glaubt ihr nicht. Und ich meine, da ist das mit der Wii U und der Switch doch deutlich einfacher. Das ist ja alles per HDMI-Kabel und fertig. Aber ich müsste dann nochmal schauen, wie ich davon dann auch live den Ton mitbekomme, weil aufzeichnen tut das ja auch. Und beim GameCube war es ja im Grunde einfach nur so, ich habe es ja mit einem Klinkenadapter dann auch hier dran gemacht. Quasi Y. Habe ich auch das hier mitbekommen hatte am Ton. Da muss ich ein bisschen schneller sein, das nächste Mal. Jetzt zu schnell, das ist auch nicht so toll. Komme ich vielleicht hier? Ne, da habe ich die drauf. Die ist nicht so gut. Also jetzt schnell genug, gut. So, jetzt kann ich das wieder hacken. Das auf.
So, dann stecke ich ihn runter. Ah, verdammt. Ich lasse mich auf jeden Fall erstmal überraschen und warte, bis ein paar mehr Informationen dazu rauskommen, zur ganzen Konsolensache. Klar mache ich mir jetzt auch zwar ein bisschen Hoffnung auf die ganzen Ports, die eventuell kommen sollten, aber sofern es nicht offizielles gibt von Nintendo oder ich die Sachen wirklich hier im Laden direkt sehe, ja. Da mache ich mir jetzt nicht allzu große Hoffnungen. Da geht auch da rein. So, ach, verdammt. Fällt mir auch gerade ein. Klaus ist übrigens auch auf der Switch zu kaufen. PC und Switch Release, soweit ich weiß. Und ich glaube auch sogar PS4. Aber nicht Xbox One. Muss ich nochmal nachgucken später. Auf jeden Fall PC und Switch, weil sie ist garantiert da. So, wieder runter. Kommt das eine Donkey Kong-Anspielung? Sieht zumindest gerade so aus. Außer dass er jetzt halt keine Fässer schmeißt, sondern halt Tetris-Blöcke. Überlegen, wie lange ich jetzt noch hier dem Spiel Streamzeit geben möchte. Ach du Scheiße, der Typ ist einfach eine große Variante von uns. Okay. Also wie so ein Jekyll und Hyde Plot-Twist ein bisschen. Also auf jeden Fall muss ich sagen, das Spiel ist sehr weird. Es macht zwar auch schon wieder ein bisschen Spaß auf, ja, das ein bisschen länger spielen zu wollen, aber es ist deutlich bekloppt. Was natürlich jetzt auch nicht schlecht sein kann, das kann auch gut sein. So.
Ich habe ihn leider nicht berührt gehabt. Warum war ich jetzt resettet? Das finde ich nicht sehr gut. Okay, ich meine, ich kann ihn auch aus dem Hintergrund hier einfach mit dem Teil angreifen. Dann brauche ich gar nicht auf der Plattform zu sein eigentlich. Also natürlich schmeißt Sachen ganz links hin. Na ja, komm schon. Hektarteil, mach ihn platt. Ah, verdammt! Aber egal, solange er ein Muster hat in seinen Angriffen, ist alles gut. So, dann brauchst du nochmal deine komischen Tetris-Blöcke hier hin. Habe ich mich jetzt eigentlich getroffen gehabt oder nicht? Habe ich es ja jetzt nicht geachtet gehabt. Aber ich glaube nicht, weil Bot wird das selber auf wie gerade. Das Muster von ihm bleibt noch recht simpel. So, was bastelst du jetzt zusammen? Ah, verdammt. Jetzt weiß ich schon mal ungefähr so, was auf mich hier zukommt. Das ist gut. Ich meine, hier muss ich auch noch nicht mal wieder hin. Kann ich ihn einfach aus der Entfernung mit Schaden zufügen? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, dann bastel mal wieder deine Tetris-Blöcke hin. Warten, bis es ihn trifft. So, dann greife ich wieder mal fünfmal an. 1, 2, 3, 4 und 5. So, dann kommt das Ding hier den Sägeblättern. Ich glaube, da muss ich wohl noch drauf bleiben. Teste ich einfach mal gleich mal in der nächsten Runde mal aus. So, zack. So, dann greife ich fünfmal an.
1, 2, 3, 4 und dann wieder zurück. Dann spring noch hoch. Jetzt werden wir doch ein Zeitlimit. Das könnte natürlich jetzt auch sein. Aber solange das alles nach einem gewissen Muster läuft, sollte es jetzt nicht so schwer sein. Fünfmal an, bitte. 1, 2, 3, 4. So, 5. So, und das war's. Oder doch nicht? Ey! Ich hab dich schon in aller Bossmanier dreimal besiegt. Du müsstest eigentlich tot sein. Was soll das? So läuft das hier nicht im Videospielland. Na, wir haben den Keller geschafft. Das ist schon mal gut. Und rot wird zu grün? Bin ich jetzt mal gespannt, was das gesamte Level-Layout als halt hier sehr, sehr grünlicher gehalten ist. Jupp, alles ist grün. Ich schätze mal, ich werde jetzt noch so 15 bis 20 Minuten noch mal hier nochmal spielen. Gesundheit und wir können jetzt wechseln zwischen uns und dem Riesentypen. Okay. Auch sehr lustig, gerade noch unser Feind und jetzt, ja, ist er mit dem Team. Ich weiß, solange er sich nützlich macht, habe ich nichts dagegen, also. Ist doch kein Problem. Aber man kann ja hier uns helfen, die ganzen Tetris-Blöcke aus dem Weg zu räumen. Kann auch natürlich. Ja, okay, aber stimmt genauso schnell wie wir durch die Dinger. Wo wir ihn eigentlich gerade dreimal hier weggeklatscht hatten. Und immer noch nicht down war.
Aber ich sehe auch, die Checkpoints gehen aber auch nur für eine Person. Das heißt, wir respawnen auf irgendwo dem Point, den wir mit unserem eigenen Charakter dann berührt haben. Anscheinend können wir uns auch durch die Gegend schmeißen. Y und LS. Ah. Allerdings müssen wir jetzt nicht nur einen Charakter, sondern zwei Charaktere hier durch die ganze Bude schleppen. Ich muss trotzdem sagen, also vom Konzept her, ja, also bin ich jetzt doch froh, dass ich dann nochmal ein Streamchen gegönnt habe, dem Spiel. Ob ich jetzt nochmal ein zweites Streamchen damit starten werde, weiß ich noch nicht, aber ich werde es euch privat ein bisschen noch weiterspielen. Er kann irgendwas mit A machen? Ah, kann er gleiten. Ich meine, dass der Typ einfach so aussieht wie wir und selbst Klamotten hat, aber halt quasi Hulk-Format hat. Das ist unser Hauptcharakter irgendwie gekonnt ignoriert, das wundert mich auch ein bisschen. Ich sehe da noch eine weitere Erinnerung bzw. Speziallevel. Das nehme ich doch gerne nochmal mit. Da in einem bitte werfen. Ah, und wieder geht's in die abgefuckte Drogenhalluzination. Das war jetzt nicht so toll. Ich muss auch sagen, zum Beispiel bei den Lego-Spielen habe ich das jetzt beim Controller jetzt nicht so mit dem Linksdrall. Aber bei anderen Sachen, besonders bei Plattformern und so, hat er das doch ein bisschen stärker, als es eigentlich haben sollte. Ah.
Mal schauen, entweder gönne ich mir mal bei Zeiten mal einen neuen Controller oder ich mache den einfach mal sauber. Das ist, glaube ich, auch eine deutlich billigere Alternative. Und oh, hey, die Türen hier sind grün. Macht ja auch Sinn. Rote Türen im roten Levelareal, grüne Türen im grünen Levelareal. Und was wahrscheinlich die Türen im nächsten Areal blau sein werden, ist, glaube ich, keine große Überraschung. Würde mich zumindest nicht wundern. Ups, das war zu kurz. Gehen wir ganz nah ran. Ah, okay, müssen wir zurückwechseln zu ihm. Sieht aus wie ein Stück Stoff. Nein, müssen ja beide laufen. Das war LTRT. Was war's nochmal? Ja. Drücken, laufen. Checkpoint gibt es keinen, aber dafür ein Exit. So, jetzt mit Sprungfedern. Warte mal. Er kommt natürlich da nicht lang, weil es ist zu klein für ihn. Warte mal. So, nee, stopp. Ein bisschen zwar die Mechanik gewöhnen, aber ist doch recht nett gemacht. So, dann können wir jetzt nämlich hier lang. So, kann er uns. Obwohl, warte mal. Schmeiß uns da mal auf das Bounce-Ding da drauf. Weiß, vielleicht hat er auch einfach nur auf dem anderen Arm K1 Spiegel verkehrt, weil es sollte symmetrisch sein.
So. Oh. Oh, meine Nase. Immerhin ist jetzt frei, das ist gut. So, jump, jump. Aber dafür ist er, glaube ich, zu schwer. Ja, okay, das ist irgendwie eine Säue, oder ist ja auch nicht so toll. Warte mal, muss ich erstmal eine Seite packen. Dann ihn hier hochschleudern. Ah. So, bouncy, Schlüssel her damit. So, er kann ja höher. Von egal, er kann uns ja hochschleudern. So, da oben ist noch ein Secret Level, dann nehme ich nochmal mit. Und ich würde ja auch mal sagen, wir spielen jetzt noch bis zum Ende dieses Levels und dann werde ich den Stream gleich mal beenden. Ah, ich laufe da ein bisschen zu schnell. Okay, dann bin ich jetzt auch so zu schnell für die Teile. Ja, muss ich da ein bisschen aufpassen. So, einmal mit Ruhe. Ah, verdammt. Den Rhythmus muss man erstmal finden. Mal hier oben klappt es recht gut. Und dann beim zweiten Mal bin ich ein bisschen raus. Vor allem ich hasse es, wenn dieser Linksdraht wieder mit dabei ist. Aber ich sehe da unten auch noch schon einen Checkpoint wieder. So. So, warte mal, da muss ich jetzt mal hier rüber. Anlauf nehmen, hier rüber. Anlauf da.
Checkpoint. Und da muss ich dann durch das durch. Jupp. So, zweite Tür. Das ist Fragment. Können wir jetzt mal weitermachen mit dem normalen Level hier. Ist das so ein Bouncy-Ding? Yep. Oh Gott, ich kann auch hier... Ich kann auch einfach auf dem Boden lang laufen. Ich dachte, ich kann da unten nicht lang wegen den Mechanismus da, aber... Hacken wir jetzt mal. Geht's da wieder hoch? Boing, 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 boing. Verdammt. Okay, gut, das war jetzt ich. Sehr gutes Timing. So, jetzt hier bitte einmal mit hochfahren, danke. Warum hat sich jetzt hier oben der Schlüssel resettet? Seltsam, seltsam. So, kannst du uns hier vielleicht drüber schmeißen? Nee, ich glaube, du musst gleiten. Mit Anlauf und dann gleiten. Nicht drauf bouncen, weil dann gehe ich nicht in die Spikes rein, das ist nicht so toll. Oder müssen wir uns mal kurz hier fallen lassen? Positionieren und dann fallen. Uppercutten, gleiten. So, rückkloppen. So, dann wie sieht das Ding nicht mehr. Komm. Bleib doch nicht an der Geometrie hängen, mein Gott. Ist das jetzt hoch genug? Nein. Thank you.
Ah, so, ich kann auch springen und dann Uppercut machen. Okay, gut. Aber, was mache ich jetzt hier oben? Ich habe eigentlich gar nichts mehr, ne? Schlüssel eingesammelt, aber was bringt mir das denn jetzt? Ah, hier unten war ja noch was gewesen. So, da kommen wir mit. Mache ich jetzt noch mit und dann habe ich das eigentlich dann durch. Obwohl, das bouncen ja eigentlich immer. Boing. So, rüber damit. So, dann wird das Level kurz vorbei. So, aber ich würde mal sagen, an der Stelle machen wir jetzt erstmal Schluss mit Klaus, beziehungsweise diesem Stream von Klaus. Ja, war zwar jetzt wieder nicht so gut besucht, ein Zuschauer, aber immerhin ein Zuschauer ist besser als null. Und ja, also ich mag das Spiel, es ist sehr interessant, ist sehr tricky. Einen zweiten Stream werde ich es aber jetzt nicht geben. Privat werde ich es aber noch ein bisschen weiter spielen. Und ja, mal schauen. Morgen würde ich auch gerne nochmal wieder einen etwas längeren Stream machen. Eventuell auch dann mit ein paar Leuten dabei, falls sie Zeit, Lust und Laune haben. Was weiß ich allerdings noch nicht, weil ich habe jetzt auch nicht so die große Lust darauf, jetzt mit Lego Harry Potter weiterzumachen. Das will ich erst gegen Ende des Monats vielleicht mal anfangen oder irgendwie nächste Woche, übernächste Woche dann mal. Was ja im Grunde Ende des Monats ist. Und bis dahin halt dann vielleicht noch ein paar andere Kleinigkeiten hier von der Festplatte dann runterschmeißen, weil ich die dann noch verstreamen kann. Ja, nö, trotzdem erstmal vielen Dank für die eine Person, die dabei war. Und ja, wer weiß, vielleicht gucken sich ja in Zukunft noch ein paar mehr Leute mal an, wenn ich auch mal etwas anderes spiele außer Lego. Und ja, bis dahin, dann sollte ich auch vielleicht mal hier den Autobildschirm auch wieder mal reinhauen. Jo, ja, bis dahin, dann viel Spaß noch euch am Rest des Tages. Oder keine Ahnung, was ich noch machen möchte, Leute. Auf jeden Fall habt Spaß. Es ist immer schön, Spaß zu haben. Ja, ich merke, ich habe seit einer Weile keine Autos mehr gesprochen. Deswegen ist es irgendwie ein bisschen, ja, bisschen seltsam, aber ein bisschen weird, aber was soll's. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Nee, auf jeden Fall vielen Dank, weil die dabei waren. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir uns sehen oder beziehungsweise eher hören. Jo, bis dahin. Tschüss.